Guck. Stell dich doch nochmal hin, stand es gerade so schön. Achso, vielen Dank, ja, aber ich wollte noch einmal ganz kurz die Hose nochmal. Hast du diese Woche wieder einen Kosmetiktermin? Habe ich. Gut. Na klar, ich habe nämlich einen sehr gepflegten Moderationspartner. Ja, das ist. Jede Woche muss ja irgendwie noch mal nachgeschnippelt. Irgendwie diese Baustelle an Gesicht annähernd ansehbar halten. Sieht ich finde übrigens, du hast das heißeste Outfit seit Monaten an. Dankeschön. Damit starten wir in die große Komplimente-Woche hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Es gibt ja Wochen, da denkt man so, ach Mensch, Wochenende war so schön. Ich freue mich richtig auf die Woche. Ja. Man soll nicht immer auf den Montag meckern. Ich habe richtig Bock auf den Montag. Zumal ich, wenn ich arbeite, weniger Freizeit habe. Und das bringt folgenden Vorteil. Dieses Minenfeld Bekanntenkreis, weil die alle erkältet sind. Ach so. Egal, Freunde, Bekanntenkreis. Hallo, wie geht's dir? Okay, dich sehe ich die Woche auch nicht. Hatte alle allerdings erkältet. Auf dem Weg gestern Abend hierher, hatte ich neben mir im Flugzeug sitzend einen Mann. Ich war kurz davor, meinen Mutterinstinkt wirklich auszuleben und zu sagen, jetzt reicht's mir aber, schnauz doch mal deine Nase sauber. So. Es war die sowas von ekelerregend. Erstmal hat er sich kreuzigt, weil er so, also er war offensichtlich katholisch und war sehr ängstlich, was den Flug anging. Die eine Stunde lang. Es war furchtbar. Hättest du mir einfach mal stillschweigend so ein Taschentuch rüberreichen können? Ich hatte es auch überlegt, ich hatte aber keins. Dann war Option Backpfeife. Hatte ich aber auch die, ich hatte die Energie dafür nicht. Wir haben super Laune und wir starten mit richtig viel Energie und mit großartigen Gästen in diese Woche. Ich bin mit einem ganz besonderen Gast zum Beispiel. Ilka Bessin ist heute da. Bekannt geworden als Cindy. Die haben also einen gesuchten Straftäter, einen Betrüger, gerade vor sich, dürfen ihn aber nicht mitnehmen, weil sie 50 Meter im falschen Land stehen. Da wirst du verrückt. Bei Bürokratie wirst du wahnsinnig. Ja, wirst du wahnsinnig. Deswegen sind wir beim nächsten Thema, das hat mich heute Morgen schon sehr berührt. Und zwar ist es die Geschichte von Bianca und ihrer Tochter. Bianca leidet seit 14 Jahren unter der Trennung ihrer einzigen Tochter, weil diese Geschichte so verzwickt ist. Zum Glück gibt es immer eine Lösung und es gibt immer Menschen, die sich dann richtig kümmern. Bitte melde dich. Erstmal Ryan Reynolds. Seitdem ich ein kleiner Junge bin, wünsche ich mir, einen Rückwärtssalto machen zu können. Und jetzt hat er es endlich mit seinem Trainer am Wochenende geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Ryan Reynolds. Ein lustiger Mann, ein gut aussehender Mann und einer, der einen Rückwärtssalto kann. Binden kann, wenn du im Internet bist. Ja. So. Liebe Vanessa, welches ist deine Lieblingsgeschichte? Womit wollen wir anfangen? Ich würde total gerne. Hier, Elton John in einem Albtraum aus Rot. Zweiteilige Plastikkatastrophe. Da war der Anzug von Cindy aus Marzahn früher aber günstiger in Pink. Aber den der sah wesentlich besser aus. Den hat sie abgelegt. Ilka Bessin ist ja gleich bei uns, da freuen wir uns sehr. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die hier von Melania Trump-Geschichten. Eine Top-Story, übrigens auch noch von Elvis Presley und Marilyn Monroe. Ich glaube eher Marilyn hat gesagt, das war eine einmalige Sache, Bürschchen. Och Mensch, das ist aber wirklich schade. Mariah Carey ist auch immer für interessante Lebensgeschichten gut. Ja, sie hat jetzt was ganz Neues und zwar hat sie so ein bisschen satt, dass sie immer mal so zunimmt, abnimmt, zunimmt und gerade wieder so ein bisschen zugenommen hat. Deswegen hat sie in ihrem Haus oder in ihren Häusern, in ihren Villen, in ihren Anwesen, hat sie die Spiegel austauschen lassen, in sogenannte Schlankspiegel aufgehängt. Falls jemand weiß, wo es die gibt, ich hätte ihn auch gerne. Und, konvex und konkav, ja. Also noch aus dem Physikunterricht. Genau. Das Problem ist nur, dass ja dann überall da, wo sie ist, also sie schläft ja auch mal in Hotels, auch die Spiegel ausgewechselt werden müssen, weil sonst erschrickt die sich ja zu Tode. Oder wenn die an einem Schaufenster vorbeigeht, überlegt ihr mal, denkt ihr so, oh, Gottes Willen, wie sehe ich denn aus? Da wir Mariah Carey kennen, wissen wir, dass diese Spiegel selbstverständlich ausgetauscht werden. Gleich noch mehr rund um Katy Perry, aber als erstes ist jetzt eine ganz andere Frau dran. Vielen Dank, Vanessa, für den Moment. Sehr gerne. Da freuen wir uns, live auf der Frühstücksfernseh-Couch. Jetzt kommen wir zu einer Frau, die jeden Tag unter der schmerzhaften Trennung von ihrer einzigen Tochter leidet. Bianca lebt heute in Nürnberg. Vor 14 Jahren wurde sie in den USA von ihrer kleinen Tochter getrennt, und zwar unter dramatischen Umständen. Sie musste auswandern und jetzt soll es die wunderschöne, lang ersehnte Wiedervereinigung geben. Hoffentlich. 9:35, guten Morgen, liebe Zuschauer. Ist das da eine Chemofriese auf deinem Kopf? So schreckliche Sachen muss man sich gefallen lassen, wenn man sich die Frisur neu macht. Das erlebt gerade die amtierende Miss Hannover, Joana Palamatschuk. Das hat sie gelesen im Internet, neben vielen anderen Kommentaren, nur weil sie sich die Haare kurz geschnitten hat.